herzlich willkommen bei Folge 8 Play at Home von der Bücherstube. Bei Play at Home. Jetzt ich aber. Endlich. Geht doch. Reiß die Moderation an dich. Und zwar haben wir heute ein Buch, das ist wahrscheinlich für keinen von euch da draußen wichtig, was mein Bild auf dem Cover hat. Und nicht nur ein Titel und ein Autor. Ne, wir haben wenige. Nein, ich meine so ein richtiges Bild. Gezeichnetes Bild. Gezeichnet. Ja. Es handelt sich um die Schatzinsel. Die Schatzinsel, dein Abenteuerbuch. So wie wir es gezogen haben und auch ein sehr bekanntes, wie ich mal jetzt voraussetze. Das, ich denke auch, dass es irgendwie jeder schon mal gehört haben sollte, das Buch von Robert Louis Stevenson, der 1850 in Edinburgh geboren wurde, hat das Buch in seinem Leben geschrieben und ist dann 1894, auf der Südseeinsel Samoa verstorben. Verstorben. Und diese beiden, die davon zu sehen sind, sind eigentlich auch, ist auch mehrmals verfilmt worden, ne? Oder mehrfach verfilmt worden. Ja, es gibt super viele Filme, es gibt eine Serie, die eine Vorgeschichte erzählt, mit Black Sails und... Genau, und sind auch bekannt, da der junge Hawkins, Hauptcharakter der Geschichte, und der andere, Long John Silver. Ja, und viele weitere, die wir jetzt im Verlauf des Buches hoffentlich auch treffen werden. Nachdem wir gezogen haben, wer anfängt. Ich ziehe jetzt einfach irgendeins. Na? So. Hier habe ich gezogen. Wer anfängt, ja? Ja. Und unten, als es gerade aus der Kamerablickwinkel gerutscht, habe ich es schnell wieder ausgetauscht. Okay. Obwohl ich nicht wusste, was drin steht. Doch, doch, weißt du doch. Und leider habe ich es falsch ausgetauscht, denn da steht Olli drauf. Mist. Du fängst an. Okay. Scheiße, ne? Bist schon ganz geschockt. Ja. Von wo lesen wir? So, fängst du an. Von wo? Von wo? Nehmen wir jetzt einfach. Ha! Oh, es sind zwei. Okay, ich lese von... Oh, doppelt. Ich lese doppelt. Zweigeteilt. Anfang und Mitte. Also, ich beginne am Anfang und ende in der Mitte. Extraordinary. Jack. Und so. Wir haben wieder mal die eine Folge, die durch vier teilbar ist. Nämlich die 8. Und deswegen kommt ein Feature hinzu. Aber die 0 war nicht durch 4, das ist ja auch egal. Und zwar kommt Folgendes. Ich bin sehr gespannt, was jetzt... Tatsächlich, was ich auch mal. Mal. Heute passiert nichts. Ja, ist gut. Was? Rollenverteilung. Erklär du es. Ich erkläre. Wir verkleiden uns. Nein. Wir lesen das Buch. Das kommt ganz normal. Ja, das kommt normal rein. Wir lesen das Buch und falls Dialoge entstehen im Buch, werden wir diese in verteilten Rollen lesen. Fest verteilten Rollen lesen. Ja, wenn wir das hinkriegen, ne? Wenn wir nicht vergessen, wer was hier gelesen hat. Und wenn du eine Frau sprichst, sprichst du eine Frau und ich halt den einen Mann, oder was? So. Mensch, ja. Wenn jetzt hier am Anfang irgend so ein Charakter vorkommt, der in der Mitte dann auch nochmal vorkommt und wir das hoffentlich nicht vergessen, dass ich den am Anfang gelesen habe, bla bla bla. Sowas meine ich. Kannst doch mitschreiben. Die Schatzinsel. Robert Louis Stevenson. Viel Spaß. Teil 1. Erster Teil. Der alte Freibeuter. Kapitel 1. Der alte Seebär im Admiral Benbow. Squire Trelawney, Dr. Livesey und die anderen Herren hatten mich aufgefordert, die ganze Geschichte von der Schatzinsel vom Anfang bis zum Ende niederzuschreiben und nichts zu verschweigen als die Lage der Insel und auch das nur, weil noch immer ungehobene Schätze dort liegen. Und so greife ich jetzt im Jahre des Heils 17 zur Feder und beginne mit der Zeit, da mein Vater Wirt im Admiral Benbow war und der sonnenverbrannte alte Seemann mit der Säbelnarbe und sich unter unserem Dach einquartierte. Ich entsinne mich seiner, als ob es gestern gewesen wäre, dass er vor unsere Türe gestapft kam, seine Matrosenkiste wurde in einem Schubkarren hinter ihm hergebracht, ein hochgewachsener, kräftiger, schwerer, nussbrauner Mann. Der geteerte Zopf fiel ihm auf die Schultern des fleckigen blauen Rocks, die Hände verschmiert und verschrammt mit schwarzen, abgebrochenen Nägeln und die Narbe eines Säbelhiebs wie ein schmutzig fahler Strich über der Wange. Ich erinnere mich, wie er sich in der Bucht umsah, vor sich hinpfiff
und dann das alte Matrosenlied anstimmte, das er nachher so oft singen sollte. 15 Mann auf des Toten Truhe, yo, ho, ho, und eine Bulle voll Rum. Kennt man. Den sprichst du also. Mit hoher, zittriger Stimme, die im Gangspiel jeden Klang verloren zu haben schien, sang er das. Dann klopfte er mit einem Knüttel, der wie eine Hebestange aussah, an die Türe, und als mein Vater heraustrat, verlangte er rau und grob ein Glas Rum. Als es ihm gebracht wurde, ließ er jeden Tropfen mit Kennermiene über die Zunge rollen und gleichzeitig wanderte sein Blick über die Klippen und musterte unser Wirtshausschild. Also lese ich den. Eine nette Bucht, das da, sagt er schließlich. Und eine gut gelegene Schenke. Viele Gäste, Maat? Nein, sagte mein Vater. Leider sehr wenige Gäste. Naja, sagte der Seemann. Dann ist sie richtige Koje für mich. Hey, ihr da, rief er dem Mann zu, der den Korn schob. Legt hier bei und hinauf mit der Kiste. Ich will mal eine Weile hier bleiben, fuhr er fort. Ich bin ein einfacher Mann. Rum, Speck und Eier, mehr brauche ich nicht. Und dort die Landspitze, um die Schiffe abzufahren. Abfahren zu sehen. Wie ihr mich nennen sollt, sagt Captain zu mir. Aha, ich sehe schon, worauf ihr aus seid. Da. Und er warf 3 oder 4 Goldstücke auf die Schwelle. Wenn's aufgebraucht ist, müsst ihr es mir sagen. Und dabei schaute er hochmütig um sich wie ein Kommodore. Und tatsächlich, so schlecht seine Kleider waren, so grob seine Sprache, sah er doch nicht aus wie ein gewöhnlicher Matrose, sondern weit mehr wie ein Steuermann oder ein Schiffer, gewöhnt, dass man ihm gehorchte oder dreinzuschlagen. Der Mann, der den Schubkarren gebracht hatte, erzählte uns, die Postkutsche habe den Seemann gestern früh vor dem König George abgesetzt und er habe sich erkundigt, was für Wirtshäuser es hier längs der Küste gäbe. Als man ihm unser Haus gerühmt und vermutlich auch gesagt hatte, dass es einsam gelegen sei, hatte er es als Aufenthaltsort erwählt. Und das war alles, was wir über unseren Gast erfahren konnten. Für gewöhnlich war er ein schweigsamer Mann. Den ganzen Tag trieb er sich mit einem Messingfernrohr in der Bucht und auf den Klippen herum. Den ganzen Abend saß er in einem Winkel der Gaststube unweit vom Feuer und trank seinen steifen Grog. Wenn man zu ihm sprach, gab er meist keine Antwort. Er schaute nur jäh und wild auf und schneuzte sich, dass es wie ein Nebelhorn dröhnte. Und wir und die anderen Gäste gewöhnten uns mit der Zeit daran, ihn in Frieden zu lassen. Tag um Tag, wenn er von seinen Wanderungen heimkehrte, erkundigte er sich, ob nicht etwa ein Seemann des Wegs gekommen sei. Zuerst glaubten wir, er stelle diese Frage, weil es ihm an gleichgestimmter Gesellschaft fehlte, aber mit der Zeit merkten wir, dass er, im Gegenteil, gar keinen Wert darauf legte. Sobald ein Seemann im Admiral Benbow einkehrte, wie das hin und wieder geschah, wenn einer längs der Küste nach Bristol wollte, musterte er ihn durch den Vorhang an der Türe, bevor er sich sehen ließ. Und solange ein Seemann im Gästezimmer war, verhielt unser Captain sich mäuschenstill. Für mich gab es in dieser Zeit am Ende kein Geheimnis mehr, denn in gewissem Sinn teilte ich seine Befürchtungen. Befürchtungen. Eines Tages hatte er mich beiseite genommen und mir für jeden Monatsersten ein silbernes 4-Penny-Stück versprochen, wenn ich die Augen nach einem seebefahrenen Mann mit einem Stelzbein offen halten und ihm auf der Stelle melden wollte. Sobald solch ein Mann sich sehen ließ, oft genug, wenn der Erste da war und ich um mein Geld zu ihm kam, schnaubte er wütend und sah mich an, als müsste ich in den Boden versinken. Aber bevor die Woche um war, hatte er es sich überlegt, gab mir mein 4-Penny-Stück und wiederholte seinen Befehl, nach einem seebefahrenen Mann mit einem Stelzbein auszuschauen. Ich brauche euch wohl kaum zu sagen, wie diese rätselhafte Persönlichkeit durch meine Träume spukte. Wenn ich in stürmischen Nächten der Wind das Haus erzittern ließ und die Brandung in der Bucht und an den Klippen brüllte, dann sah ich ihn in 1000 teuflischen Aufzügen. Bald war das Bein am Knie abgeschnitten, bald an der Hüfte, bald war er gar ein gräuliches Ungeheuer, das immer nur ein einziges Bein gehabt hatte und das in der Mitte des Körpers. Ihn hinter mir springen und laufen, mich über Hecken und Gräben verfolgen zu sehen, war der schlimmste von meinen Albträumen. Und alles in allem habe ich mit diesen gräulichen Fantasien mein monatliches Silberstück teuer genug bezahlt.
Doch obgleich die Vorstellung des seebefahrenen Mannes mit einem Stelzbein mich marterte, hatte ich andererseits vor dem Käpt'n selber weniger Angst als alle anderen, die ihn kannten. An manchem Abend trank er erheblich mehr Grog, als sein Kopf vertrug, und dann saß er da und sang seine alten, wilden, gottlosen Matrosenlieder, ohne auf irgendwen Rücksicht zu nehmen. Manchmal ließ er Grog für die ganze Runde bringen und zwang die zitternden Gäste, seine Geschichten anzuhören oder zu seinen Liedern den Kehrreim zu sagen. Wie oft hörte ich das Haus erbeben, wenn er sein »Jo, ho, ho« und »De Bulle voll rum« grölte. Und alle Nachbarn stimmten ein, als ob es ums Leben ginge. Solche Angst hatten sie vor ihm und jeder wollte lauter singen als der andere, um ihn nicht wütend zu machen. Denn in solchen Stimmungen war er der unverträglichste Gesellschafter, den man sich nur vorstellen konnte. Er schlug mit der Hand auf den Tisch, gebot Schweigen, konnte über eine Frage in höllische Wut geraten, manchmal aber auch, weil kein Mensch eine Frage stellte und er sich darüber aufregte, dass man ihm nicht aufmerksam genug zuhörte. Aber keiner durfte das Wirtshaus verlassen, bevor er selber sich nicht schläfrig getrunken hatte und ins Bett torkelte. Seine Geschichten waren es, die ängstliche Gäste am meisten in Schrecken versetzten. Grauenvolle Dinge von Hängen und Planke laufen und von Stürmen, von den Tortugas und von wilden Geschehnissen und von Gegenden an der spanischen Küste. Aus seinen eigenen Erzählungen zu schließen, musste er der verruchtesten Bande angehört haben, die der liebe Gott je auf dem Meer geduldet hatte, und die Sprache, in der er diese Geschichten vorbrachte, erschreckte unser einfaches Landvolk fast ebenso sehr wie die Verbrecher selber, die er schilderte. Mein Vater sagte immer, unser Wirtshaus würde zugrunde gerichtet werden, denn die Leute würden bald nicht mehr kommen, um sich von ihm tyrannisieren zu lassen und nachher mit einer Gänsehaut zu Bett zu gehen. Aber ich glaube, dass seine Anwesenheit für uns recht nützlich war. Wenn er seine Geschichten erzählte, hatten die anderen Gäste wohl Angst, doch in der Erinnerung fanden sie Gefallen daran, in dem ruhigen Landleben war so eine Aufregung nicht zu verachten. Und einige unter den jüngeren Leuten taten sogar, als bewunderten sie ihn, nannten ihn einen echten Seebären und eine richtige Teerjacke und dergleichen. Und erklärten solchen Leuten, seien es zu verdanken, dass England zur See so gefürchtet werde. In einer Beziehung allerdings konnte er uns leicht zugrunde richten, denn er blieb Woche um Woche und schließlich Monat um Monat, so dass alles Geld längst aufgebraucht war, und doch brachte mein Vater es nicht übers Herz, nachdrücklich weitere Zahlungen zu verlangen. Wenn er diesen Punkt auch nur erwähnte, so schnaubte der Käpt'n heftig durch die Nase, Meinen konnte, er stoße ein Gebrüll aus und blitzte meinen armen Vater derart an, dass der Gute schleunigst das Zimmer verließ. Ich habe gesehen, wie er nach solch einer Abfuhr die Hände rang, und ich bin überzeugt, dass der Kummer und die Angst, in der er leben musste, seinen frühen kläglichen Tod wesentlich beschleunigt haben. In der genauen Zeit, die er bei uns verbrachte, habe ich nicht gesehen, dass der Käpt'n auch nur ein einziges Mal seine Kleidung gewechselt hätte, nur dass er hin und wieder mal bei einem Hausierer Strümpfe kaufte, als eine Krempe seines Dreispitzes hinunterschlappte, ließ er es dabei bewenden, obgleich ihn das bei Wind sehr stören musste. Ich sehe noch seinen Rock vor mir, auf den er oben in seinem Zimmer selber Flicken aufsetzte, bis das ganze Kleidungsstück nur noch aus Flicken bestand. Nie schrieb er, noch empfing er einen Brief, nie sprach er mit einem anderen Menschen als mit den Nachbarn und noch mit ihnen zumeist nur, wenn er betrunken war. Seine großen Matrosenkiste hatte keiner von uns je offen gesehen. Je offen gesehen. Wollen wir jetzt schon zum Ende? Da ist noch ein bisschen Zeit. Dann lesen wir weiter. Mitte. Gut. Ja? Noch ganz kurz ein Bild für euch. Aus der Taverne, bestimmt eine Szene. Und die Taverne. Eine Taverne. Taverne, man trinkt, isst. Und liest den dritten Teil. Ja. Mein Landabenteuer. Kapitel 13. Wie ich mein Landabenteuer begann. Als ich am Morgen an Deck kam, hatte sich der Anblick der Insel vollkommen verändert. Obgleich die Brise sich jetzt ganz gelegt, hatten wir doch im Verlauf der Nacht eine große Strecke hinter uns gelassen und lagen nun in der Flaute, etwa eine halbe Meile südöstlich von der flachen Ostküste entfernt. Seltsam graue Wälder bedeckten einen großen Teil der Insel, aber diese gleichmäßige Färbung wurde von der gelben
wurde von gelben Sandstreifen in den tiefer gelegenen Teilen unterbrochen und von vielen hohen Bäumen, die zu der Familie der Nadelhölzer gehörten. Sie überragten bald einzeln stehend, bald in Gruppen die anderen Bäume. Doch die Grundfarbe der Landschaft war eintönig und trist. Über die Vegetation erhoben sich die kahlen Felsspitzen der Hügel. Alle waren eigenartig gestaltet. Der Fernrohrhügel war um 300 bis 400 Fuß höher als die anderen Hügel auf der Insel, gleichzeitig auch am wunderlichsten geformt. Er stieg fast von allen Seiten her steil auf und die Spitze war jäh abgeschnitten, als sollte sie einer Statue zum Sockel dienen. Die Hispaniola rollte in der Dünung des Ozeans bis zu den Speigatten. Die Spieren zerrten an den Blöcken, das Steuerruder schwankte hin und her und das ganze Schiff knarrte, ächzte, rasselte wie eine Fabrik. Ich musste mich fest an die Pardune klammern und die Welt drehte sich vor meinen Augen. Denn wenn ich mich auch, solange das Schiff in Fahrt war, recht seefest fühlte, war doch dieses Stillliegen und wie eine Flasche hin und her geworfen werden, etwas, das ich nie ganz ohne Übelkeit aushalten konnte, zumal am Morgen auf leeren Magen. Vielleicht war es das. Vielleicht der Anblick der Insel mit ihren grauen, schwermütigen Wäldern, den wilden, felsigen Gipfeln und der Brandung, die wir an die steile Küste schäumen und donnern sahen und hörten. Wie dem auch sei, obgleich die Sonne hell und warm schien und die Vögel vom Strand rund um uns fischten und kreischten und man wohl geglaubt hätte, jeder müsste froh sein, nach so langer Fahrt wieder Land in Sicht zu haben, fiel mir doch, wie man sagt, das Herz in die Stiefel. Und von jenem ersten Anblick an war mir der große Gedanke an die Schatzinsel verhasst. Wir hatten eine schwere Morgenarbeit vor uns, denn da kein Zeichen von einer Brise sich merken ließ, mussten die Boote ausgesetzt und bemannt und das Schiff 3 oder 4 Meilen um die Spitze der Insel und den schmalen Durchlass in den Hafen hinter der Skelettinsel geschleppt werden. Ich meldete mich freiwillig für eines der Boote, obgleich das durchaus nicht meine Sache war. Die Hitze war drückend und die Männer murrten nicht wenig bei ihrer Arbeit. Anderson hatte in meinem Boot das Kommando und statt seine Leute in Zucht zu halten, murrte er am meisten. Naja, brummte er mit einem kräftigen Fluch. Jetzt hat's ja bald ein Ende. Kommt. Okay. Das sah ich als schlechtes Zeichen an, denn bis zu diesem Tage waren die Leute willig und tüchtig an ihre Arbeit gegangen, doch der bloße Anblick der Insel hatte die Disziplin bereits gelockert. Währenddessen stand der lange John ununterbrochen neben dem Steuermann und lenkte das Schiff. Er kannte den Durchlass wie seine Hand und obgleich der Mann mit dem Lot überall mehr Wasser fand, als auf der Karte verzeichnet war, zauderte John kein einziges Mal. Das ist John. Mach du? Ich dachte, du liest John jetzt immer. Also. Ja, das war nicht John eben. Dachte, du liest ihn immer, das mit Rollenverteilung. Also den. Die Elbe hat hier viel ausgeräumt, sagte er. Und dieser Durchlass ist wie einem Spaten ausgehoben worden. Wir gingen genau dort vor Anker, wo der Ankerplatz auf der Karte verzeichnet war. Etwa eine Drittelmeile von beiden Küsten entfernt, von der Hauptinsel wie von der Skelettinsel. Der Grund bestand aus klarem Sand. Als unser Anker ins Wasser fiel, scheuchte das Geräusch ganze Wolken von Vögeln auf. Sie kreisten über den Wäldern und kreischten, doch noch war keine Minute vergangen. Da hatten sie sich wieder niedergelassen und alles war still wie zuvor. Der Ankerplatz war völlig vom Land eingeschlossen, lag gewissermaßen in den Wäldern begraben, die Bäume standen bis zur Flutgrenze hinunter. Die Küste war fast durchweg flach und die Hügel erhoben sich in einiger Entfernung wie in einem Amphitheater, der eine hier, der andere dort. Zwei kleine Füßchen oder richtiger, zwei Sümpfe mündeten in diesen Teich. Ach, Flüsschen, nicht Füßchen. In diesen Teich, wie man die Stelle sehr wohl nennen konnte, und das Laub rund um diesen Teil der Küste hatte einen seltsamen, giftigen Glanz. Vom Schiff aus konnten wir nichts von dem Haus noch von den Palisaden sehen, denn sie waren völlig zwischen den Bäumen vergraben. Und wäre nicht die Karte auf der Kajütskappe gewesen, so hätten wir sehr wohl glauben können, dass wir die Ersten seien, die hier geankert hatten, seit die Insel dem Meer entstiegen war. Kein Lüftchen regte sich, kein Laut drang an unsere Ohren bis auf das Dröhnen der Brandung an den Strand, eine halbe Meile von uns entfernt und gegen die Felsen draußen.
Über unserem Ankerplatz lag ein eigenartig Motor, lag ein eigenartiger Motorgeruch, so sehr stinkt er. Ein Geruch von schimmelnden Blättern und verwesenden Baumstümpfen. Ich bemerkte, wie der Doktor schnüffelte, wie einer, der ein faules Ei riecht. Ich verstehe mich nicht auf Schätze, sagte er, aber ich verwette meine Perücke darauf, dass es hier Fieber gibt. War das Verhalten der Leute schon im Boot recht beunruhigend, so wurde es geradezu drohend, als sie wieder an Bord stiegen. Sie hockten beisammen, murrten und brummten. Jeder Befehl wurde mit finsterem Blick entgegengenommen und widerspenstig und achtlos ausgeführt. Selbst die ehrlichen Leute mussten angesteckt worden sein, denn kein einziger Mann an Bord gab den anderen ein gutes Beispiel. Kein Zweifel, die Meuterei lagerte über uns wie eine Gewitterwolke. Und es war nicht nur die Kajüten, die Kajütenpartei, die spürte, was in der Luft lag. Der lange John war eifrig damit beschäftigt, von Gruppe zu gehen, gütlich zuzureden, und wenn ein Beispiel nötig war, so hätte kein anderer ein besseres geben können. Er überbot sich geradezu an Dienstfertigkeit und Höflichkeit. Wurde ein Befehl erteilt, so war John mit seiner Krücke im Nu zur Stelle und antwortete mit dem herzhaftesten »Ei, ei, Sir«, und wenn nichts anderes zu tun war, stimmte er ein Lied nach dem anderen an, als wollte er die Missstimmung der anderen nicht zum Ausbruch kommen lassen. Von allen düsteren Zeichen dieses düsteren Nachmittags war diese offenkundige Besorgnis des langen John das düsterste. Wir hielten in der Kajüte Rat. »Sir«, sagte der Kapitän, »wenn ich noch einen Befehl zu geben wage, haben wir es im nächsten Augenblick mit der ganzen Mannschaft zu tun?« Ihr begreift die Lage, Sir, nicht wahr? Man gibt mir eine grobe Antwort. Nun, ich lasse es mir nicht gefallen und im Nu ist der Teufel los. Und wenn ich es durchgehen lasse, merkt Silver sogleich, dass irgendetwas dahinter steckt und das Spiel ist aus. Jetzt gibt es nur noch einen einzigen Mann, mit dem wir rechnen können. Und wer ist das? Fragte Squire. Der Squire. Silver, Sir. Erwiderte der Kapitän. Er ist ebenso darauf bedacht wie ihr und ich, die Ruhe zu bewahren. Jetzt ist's nur ein gewisser Missmut. Wenn er die Gelegenheit dazu hat, wird er das den Leuten bald ausgeredet haben. Und mein Vorschlag lautet, dass wir ihm diese Gelegenheit geben sollten. Lassen wir die Leute nachmittags an Land gehen. Gehen sie alle, so haben wir das Schiff in Händen. Geht keiner, dann halten wir die Kajüte. Und Gott möge der gerechten Sache beistehen. Wenn nur einige gehen, so denkt an mich, Sir. Silver wird sie zahm wie Lämmer an Bord zurückbringen. Darauf einigte man sich. Den zuverlässigen Leuten wurden geladene Pistolen ausgehändigt. Hunter, Joyce und Redroot wurden ins Vertrauen gezogen und nahmen die Mitteilung weniger überrascht und mutiger auf, als wir erwartet hatten. Dann ging der Kapitän an Deck und wandte sich an die Mannschaft. Leute, sagte er. Wir haben einen heißen Tag hinter uns und sind alle müde und verdrossen. Ein kleiner Ausflug an Land wird allen gut tun. Die Boote sind noch im Wasser. Ihr könnt die leichten Boote nehmen und wer Lust hat, mag an Land fahren. Eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang werde ich einen Schuss abgeben. Ich glaube wahrhaftig, die dummen Kerle stellten sich vor, sie würden gleich nach der Landung mit den Schienbeinen an den Schatz stoßen. Im Nu war alle Verdrossenheit verschwunden und sie brachten ein Hurra aus, das von einem fernen Hügel widerhallte und die Vögel abermals aufscheuchte, dass sie kreischend den Ankerplatz umflogen. Der Kapitän war zu klug, um den Leuten im Weg zu sein. Sogleich war er außer Sicht und überließ es Silver, sich um den Landausflug zu kümmern. Und darin dürfte er meiner Ansicht nach richtig gehandelt haben. Wäre er auf Deck geblieben, so hätte er unmöglich noch länger so tun können, als begriffe er die Lage nicht. Silver war jetzt der Kapitän und er hatte es mit einer höchst widerspenstigen Mannschaft zu tun. Die redlichen Leute, und bald sollte sich erweisen, dass es auch solche an Bord gab, mussten sehr törichte Burschen gewesen sein. Oder es mag sich auch so verhalten, dass alle sich durch das Beispiel ihrer Redelsführer in eine gewisse Unzufriedenheit hineinhetzten, ließen die einen mehr, die anderen weniger. Aber einige, die im Wesentlichen doch brave Kerle waren, konnten durch nichts zu weiteren Schritten gezogen oder getrieben werden.
Es ist doch ein Unterschied, ob man träge ist und mord oder ob man ein Schiff besetzt und eine Anzahl unschuldiger Männer ermordet. Nun, am Ende war man zu einem Beschluss gelangt. 6 Mann sollten an Bord bleiben und die anderen 13 darunter. Auch Silver begannen, die Boote zu steigen. Dies war der Augenblick, bei dem wir der erste jener tollen Einfälle durch den Kopf schoss, die so viel dazu beitragen sollten, unserem Leben zu retten. Wenn Silver 6 Mann zurückließ, war es klar, dass unsere Partei das Schiff nicht besetzen noch verteidigen konnte. Und da es mindestens andere... Und da es andererseits nur 6 waren, hielt ich es für ebenso klar, dass die Kajütenpartei zunächst meine Hilfe nicht brauchte. Ganz plötzlich kam es mir in den Sinn, mit an Land zu gehen. In Nu war ich an der Schiffswand hinunter, hatte mich in den Fockschoten? Ja. Was auch immer das ist. Des nächsten Bootes zusammengekauert und fast im selben Augenblick stieß es ab. Kein Mensch achtete auf mich, nur der Ruderer am Bug sagte: Du bist's, Jim. Na, halt den Kopf doch unten. Doch Silver spähte aus dem anderen Boot scharf herüber und wollte wissen, ob ich es sei. Und von da an bereute ich schon, was ich getan hatte. Mit aller Kraft ruderten sie auf den Strand zu, oder das Boot, in dem ich saß, war früher abgekommen, war auch leichter und besser bemannt, und so erreichte es den Strand lange vor dem anderen. Der Bug stieß zwischen den Bäumen am Strand vor, da hatte ich bereits einen Ast ergriffen, mich hingeschwungen und war am nächsten Dickicht verschwunden, während Silver und die übrigen noch 100 Yard entfernt waren. Jim, hörte ich hinter mir rufen, aber ihr könnt euch wohl vorstellen, dass ich nicht darauf achtete. Ich sprang, duckte mich, drang durch die Büsche vor und so lief ich immer meiner Nase nach, bis ich nicht mehr laufen konnte. Noch eins anfangen? Nö. That's enough, baby. That's enough. Richtig geil. Die Schatzinsel haben wir jetzt angelesen. Anfang und Mitte, wie ihr mitbekommen habt, hoffentlich. Wie ihr mitbekommen habt. Hoffentlich. Und, genau. Und ja, wie gesagt, ich kenne die Story grob, wenn sich die Filme, die ich so gesehen habe, 2 oder 3 Stück waren es so, auch nach dem Buch richten im größten Teil. Und ist einfach ein Klassiker, also Entschuldigung, in meinen Augen. Ja, ich kenne das Buch. Punkt. ja, aber es hat mir trotzdem gefallen beim Lesen. Das ist klar wie der Tag. Punkt. Ich dachte, da kommt noch was. Ja. Klang gut. Auf jeden Fall ja, auch vom Schreibstil ist es okay, aus Sicht von Schicht. Aus der Gicht von aus der Sicht von Jim Knopf, nein, nicht Hawkins geschrieben. Genau. Egal. Yes. Genau, und falls ihr euch jetzt fragt, wie die jetzt da hingekommen sind, also mitten, also zwischen den Kapiteln geht es ja darum, dass eine Mannschaft gesucht wird, um ein Schiff zu bemannen, die Hispaniola, und dabei wird dann der Long John Silver, also der lange John Silver, das ist der mit dem Stelzbein, der am Anfang auch immer gesucht wurde, wird aufgefunden, oder der kommt halt da in den Ort rein und sagt was von einem Schatz, den er mit einer Mannschaft, der er angehört hat, unter Captain Flints Führung damals, auf einer geheimen Insel versteckt hat. Und er heuert dann auch noch allerlei andere an, zum Beispiel Kapitän Billy Bones, den wir jetzt auch ein bisschen erlebt haben, der damals auch dabei war als Steuermann, glaube ich. Und so entwickelt sich dann die Geschichte und immer weiter und immer mehr erfahren wir, wie auch eben schon, dass John Silver eigentlich so eigene Interessen hat und deswegen nicht ganz der gute Mann ist. Nicht? Für den er sich ausgegeben hat. Was meine Illusion zerstört. Den früher mal gemocht. Okay, kannst du doch auch. Ne? Er ist ja auch ein sehr sympathischer Kerl mit seiner Krücke. Character. Ja. Ich fand es sehr schön, dass das Buch hier so Illustrationen drin hat. Hier, guck mal, hier ist noch eine andere. Einfach mal aus irgendeinem Kapitel gegriffen. Also, sehr schön. Ich glaube, als wir gelesen haben an der Stelle, da kurz danach war auch eins hier. Oh. Nicht ganz ein Arrow to the Knee, aber fast. Sieht so aus wie ein seine Krücke in the back. Auf jeden Fall. Naja, gut, okay. War ganz interessant. Ja, Filme, wie gesagt, gibt's noch und nöcher. Und Serie hast du ja auch gesagt mit der Vorgeschichte.
Yes. Ja. Ansonsten ein bisschen altertümlich geschrieben, klar, ist ja jetzt schon fast 200 Jahre alt. Naja, sagen wir eher 150, fast 150. Das denke ich. Und also es ist, dauert auch noch ein bisschen, bis es 150 Jahre sind, aber es ist näher an den 150 dran als an 200. Egal. Meine Güte, Leute, seid doch mal nicht so. Kann doch nicht rechnen. Kannst du nicht? Nee. Aber mir gefällt das Buch auch so an sich, falls euch das Lesen zu anstrengend wird, es gibt mit Sicherheit auch irgendwelche Hörbücher davon, dann könnt ihr da mal reinhören, falls euch das gefällt, ich habe keine Ahnung. Oder ihr fragt uns, ob wir das weiterlesen, dann, wenn genug Anfragen da sind, könnt ihr das auch machen und da habt ihr euer Hörbuch anhand unseres Lesepensums. Stimmt. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns mit Episode 9 in der Bücherstube wieder oder in einem anderen Format, wie immer. Macht's gut. Nein. Es fehlt aber noch, stimmt, es fehlt noch, verdammt. Ich frage mich, was wird es denn für ein Genre werden? Alles so gut vorbereitet und dann fehlt noch das Genre fürs nächste Mal. Bitteschön. Es sind noch 4 Stück drin. Bis wir wieder von vorne an. Also ich habe so ein paar im Kopf, die noch fehlen. Und ich bin sehr gespannt, eigentlich weiß ich alle. Aber ich möchte nicht angehen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Denn... Gut, dann sage ich es dir nicht. Ich verrate es nur euch. Es wird Wünsch dir was. Jetzt fragt ihr euch, was zur Hölle ist das denn für ein Genre? Unser Genre! Wünsch dir was bedeutet, dass wir Glück haben. Denn wir haben die außergewöhnliche Möglichkeit... Einmalig uns das nächste Buch und das nächste Genre auszusuchen. Kann offen bleiben. Und deswegen lasst euch jetzt noch mehr überraschen, was Folge 9 für ein Genre wird. Ja, wir haben ja natürlich was uns interessiert, ne? Nun. Jetzt aber. Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt noch reinschreiben, wie hat euch die Rollenverteilung gefallen? Also in dem Buch kam es jetzt noch nicht ganz so zum Tragen, aber ich glaube, in den Momenten, wo es dann zum Tragen kam, hat es auch gut funktioniert. Aber eure Meinung ist uns auch wichtig, deswegen rein damit. Auf jeden Fall. Macht's gut. Wir sehen uns